Hallo zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch zwei Apps. Und zwar, es geht um diese zwei hier unten, um einmal App gefahren und einmal um Flows Weblog. Beide Apps sind kostenlos im App Store erhältlich und sind zumindest Flows App Weblog ist mit dem iPhone sowie mit dem iPad kompatibel und beim App gefahren weiß ich jetzt nicht genau, ob es auch für ein iPhone kompatibel ist. Wird auf jeden Fall aber kostenlos sein, wie auf dem iPad. Und zwar zuerst mal zu den beiden Apps. Beide Apps geben Informationen über Apple-Produkte, sprich iPhone-Apps für Apple-Produkte, Mac-PC, iPad. Und ich wollte euch die zwei präsentieren, weil es meine Favoriten sind und in meinen Augen mit Abstand die besten News-Apps sind, die es im App Store gibt. Und hier sehen wir zuerst mal die Flows Weblog-App. Und links sehen wir alle News. Das sind alle zusammen von iPhone, iPad, App Store und Mac. Die sind alle hier unten angezeigt. Und da können wir auch durchklicken, falls uns die anderen nicht interessieren. Klicken wir mal einfach auf iPhone und da werden alle iPhone News angezeigt. Wie zum Beispiel jetzt das neueste hier ganz oben: iPhone 4S als Mini-Upgrade schon im Juli. Wird auch hier rechts angezeigt, dann kann man sich es anschauen. Und da sind meistens auch interessante Bilder. Es kommen eigentlich so gut wie täglich News, ist verdammt interessant und das ist eigentlich meine Favorit-News-App. Es gibt auch jede Woche App Store-Perlen, da werden gute Apps gezeigt, die Geld kosten und auch kostenlose Apps, also kostenpflichtige sowie kostenlose Apps. Und was gibt es noch an Funktionen? Man kann natürlich mit kommentieren, mit anderen User diskutieren. Man kann die Schrift etwas größer oder etwas kleiner einstellen und dann haben wir hier ein Fragen. Halt eine Hilfefunktion und ja, ich bekomme keine Push mehr und das kann man alles dann hier durchlesen. Man kann natürlich den lieben Flo auch etwas spendieren, da sein Weblog ja völlig kostenlos ist. Man kann es auch auf Twitter weitersagen, das tue ich als oder auf Facebook oder was auch immer. Und man kann sich auch hier, man kann sich die News speichern, die dann unter Downloads festgespeichert sind. Und ja, das ist eigentlich so das Grobe mal. Man kann hier dann direkt weiterschalten und das auch als interessante Bilder. Ab und zu gibt es auch ein, ich sag mal jetzt, Giveaway, ein Gewinnspiel. Da verlost er meistens einige Promo-Codes für Apps. Da müsst ihr einfach nur in den Kommentaren schreiben. Dann einmal App gefahren. Ist im Prinzip die gleiche App, allerdings, ich sag mal, etwas anders mit Werbung, wie wir sehen. Ist beim Flows Weblog jetzt nicht, aber die kann man hier einfach so ohne Probleme wegklicken. Unten sehen wir jetzt alle News, Kommentare, Ticker, Lesezeichen und Einstellungen. Wir sehen jetzt beim App hier unten alle News, dass 8 News heute neu dazu kamen oder die ich nicht gelesen habe, denn die, die man gelesen hat, nach dem Anklicken werden etwas durchsichtig, leicht durchsichtig, sage ich jetzt mal. Und man kann es ebenso kommentieren. Die Kommentare sieht man hier. Wenn man hier draufklickt, kann man einstellen, also durch einen Filter, was man sehen möchte. Das ist jedem überlassen. Und man kann es natürlich twittern oder per Facebook veröffentlichen, so wie. Das habe ich noch nicht gemacht. Ist auch egal. Dann kann man sich hier eben so durchschauen und dann sieht man hier auch, ich sag mal, Kategorien wie heute. Wenn man runterscrollt, gestern, vorgestern und ja, bis vorgestern geht's. Und man kann unten noch ältere Beiträge lesen, man kann dann auf meist gelesen, das wird dann gespeichert, so wie man sehen kann, dann meist kommentiert bis rüber zur Suche, falls man eine spezielle News sucht, die man gerne nochmal durchlesen möchte oder was auch immer. Dann kann man nach meine Kommentare oder aktuelle Kommentare nachschauen, Diskussionen kann man nachschauen und dann kann man mitdiskutieren. Ist doch etwas sozialer gemacht wie beim Flows-App-Blog, aber wie auch immer. Hier kann man dann im Prinzip wie beim App-Ticker sehen, welche Apps jetzt gratis sind aktuell. Im Prinzip ist es wie App-Ticker in meinen Augen, aber ich nutze da doch lieber App-Ticker. Dann haben wir hier noch ein Lesezeichen. Und bei den Einstellungen kann man verschiedene Dinge einstellen, die ebenso euch überlassen ist. Das war es eigentlich so jetzt von den zwei Apps, die ich euch gerne zeigen möchte. Das sind meine Favoriten-Apps. Sobald ich Informationen über Mac und die Welt brauche. Was ich jetzt von den beiden eher bevorzuge, ist Flows Weblog. Da ist halt nicht so viel
meistgesuchte Kommentare und hier so und da, sondern total schlicht, hier was man braucht, fertig aus, keine meiste Kommentare und so, was man einfach nicht braucht. Hier ist News für iPhone, iPad, App Store und Mac, gut ist, mehr braucht man nicht und Kommentare halt, beziehungsweise veröffentlichen. Deswegen Flo's Weblog vor allem auch ohne Werbung. Gut, das war's jetzt von den beiden Apps, die ich euch gerne zeigen wollte. Nun jetzt noch zum Giveaway. Ich werde am Mittwoch oder am Donnerstag das Video zur Verlosung, also an die Gewinner, veröffentlichen. Also wer die Gewinner sind. Ich habe es noch nicht ausgelost, wird aber noch getan. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal schaffe, endlich mehr Videos zu machen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.